freut mich, dass Sie alle zu uns gekommen sind. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet vom Casting Network Tina Thiele. Das sage ich jetzt gleich am Anfang, weil die machen das schon immer und unterstützen uns schon immer damit und ich habe immer vergessen, mich zu bedanken. Also deswegen jetzt mal anfangen. Ja. Dieses Festival, mit diesem Festival wollen wir heute alle feiern, die sich so viel Mühe gegeben haben, so viele Gedanken gemacht haben über das Thema Glück, um damit ihren eigenen Film zu machen, alleine oder auch mit anderen zusammen. Das wollen wir uns heute anschauen, ein paar. Wir wollen vor allen Dingen dieses Machen, diese Mühe, das wollen wir feiern und uns auch mit diesem Festival bei euch allen, die mitgemacht haben, vielleicht auch sogar bei denen, die nicht mitgemacht haben, aber mitgemacht haben wollten und so. In diesem Festival also ein Dankeschön dafür. Ich möchte mich natürlich bedanken bei unseren Veranstaltern, Schauspielervideos und True United. Ohne die wäre das hier, ohne euch und eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das gar nicht möglich. Also vielen Dank euch. Was uns beide verbindet, die staatliche ZAV und euch, ist natürlich zunächst einmal ja, Arbeitsvermittlung für alle Macher und Künstler vor und hinter der Kamera. Ihr mit euren Mitteln, wir mit unseren. Und was uns aber über den Tellerrand hinaus verbindet, das ist ja, das Bemühen um faire Produktionsbedingungen in der Branche, um ein Agieren auf gleicher Augenhöhe. Und was wir beide mit unseren Mitteln jeweils versuchen, ist ja, Informationen in die Branche zu bringen. Wir wollen informierte Schauspieler, mündige, kundige Schauspieler, weil am Ende wollen wir eben den selbstbewussten Schauspieler haben und dafür braucht es eben Information und dafür sorgen wir zusammen und deswegen ist es schön, dass wir mit diesem Festival beides irgendwie so zusammenführen können. Viele von Ihnen sehen das hier jetzt mittlerweile als Wettbewerb. Wir nicht. Haben wir noch nie und werden wir auch nicht. Es geht hier nicht ums Mitmachen müssen. Es geht auch nicht ums Gewinnen müssen. Also das ist schon gar nicht. Das Gegenteil ist eigentlich der Sinn unserer Bemühungen und dieses Festivals. Es geht darum, ja, selbstständig etwas für sich zu tun, unabhängig zu werden, selbst aktiv zu werden, selbst mal zu gucken, was kann ich für mich tun, was kann ich machen in meinem Rahmen, in dem Rahmen meiner Möglichkeiten. Also es geht eigentlich darum, Unabhängigkeit vom Müssen zu finden. Ich kann es auch größer sagen, Freiheit zu gewinnen. Denn ohne Freiheit kein Glück. Die äußere Freiheit und wenn denn in äußerer Bedrängnis, dann die innere Freiheit. Ohne innere Freiheit ist auch keine freie Kunst möglich. Und so hängt denn das, diese drei, Freiheit, Schauspiel, Kunst, Glück, schicksalhaft miteinander zusammen. Und ja, so wollen wir mit den 15, die wir ausgewählt haben, uns hier zeigen. Eigentlich sind es für uns Botschafter für diese innere Freiheit, für diese Haltung. Und so sehen wir das. Und nachher sind Sie dann dran, seid ihr dann dran, euer Lieblingsshorty zu wählen. Und ich freue mich wahnsinnig, ja, dass ihr einen ganz großen, arrivierten, ich sag mal, also er ist ein Schauspieler, den ich schon so lange schätze und liebe und auch irgendwie begleitet habe, natürlich immer von da unten, dem Zuschauerraum aus. Viele von Ihnen kennen ihn als einarmigen Kommissar Tauber aus dem Polizeiruf 110. Formaten und manche vielleicht auch als Bühnenkünstler, der im Moment das größte Theater in Deutschland, das Deutsche Theater in Hamburg, ganz allein, solo, mit einem ganzen Roman, Remex Unterwerfung, rockt und gestern noch den King Lear auf dieser Bühne gespielt hat. Ich hoffe bald auch mal wieder hier in München, vielleicht in den Kammerspielen. Und begrüße Sie mit mir Edgar Selge. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der Jury, liebe Gäste, jetzt kommt eine große Enttäuschung als nächstes,
Ich bin als Festivalleiter die größte Niete, die ihr, nicht Leiter, Präsident, die ihr euch je vorstellen könnt. Ich habe hier ungefähr 10 Minuten Text zusammengeschrieben über Politik und Engagement für die Demokratie und Greta Thunberg und wie man zusammenspielen soll und über meine eigene Vergangenheit. Und ich kann nichts davon gebrauchen. Nichts. Gar nichts. Und ich werde auch nichts davon erzählen, weil ihr so wahnsinnig gut seid. Ich habe eines total unterschätzt. Ich habe unterschätzt, was ein Film, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Das sagt mir meine Frau jedes Mal, ja, wenn wir im Kino gewesen sind. Ich habe vollkommen unterschätzt, was ein Film im Kino in der Gemeinschaft bedeutet. Eure, die Art, wie ihr zugehört habt, wie ihr ausgeflippt seid, hat mir die Augen geöffnet. Und zwar, ich habe die schon gut gefunden. Filme. Aber dass sie so gut sind, habe ich erst jetzt begriffen. Tut mir leid, so alt bin ich. Und ich glaube tatsächlich, dass alles, was ich mir da gedacht habe, brauche ich überhaupt nicht zu sagen, weil diese Filme verraten ein solches Selbstbewusstsein, einen solchen Witz. Die sind handwerklich so toll. Und es sind nicht nur diese 15, das sind, ich habe auch andere gesehen, noch viel, viel mehr. Und die sind auch alle sehr, sehr gut. Und die könnte man alle auch hier in einem Kino zeigen und ihr würdet ähnlich ausflippen. Also, was kann ich noch sagen? Ich würde mich freuen, wenn ich mit einem oder anderen irgendwann mal auch zusammenspielen könnte. Und wenn ich dabei nicht ganz von 617 Einreichungen. Wow. Und da gehört dann schon auch ein bisschen Glück dazu, eine ganze Portion Glück, um hier gezeigt zu werden. Das heißt dann aber auch, dass die, die jetzt nicht gezeigt wurden, sich nicht grämen müssen, sondern man kann die Shorties benutzen. Man kann sie überall reinstellen, wo Shorties geguckt werden. Shorties wollen geguckt werden. Das ist mehr, das ist als jetzt so ein About Me, wo ich sage, ich bin Daniel Philipp und Marc Spaghetti und will Schauspieler sein. Weil man sieht daran, es steckt unheimlich viel Mühe drin, es steckt Gedanken dahinter, es steckt auch Mut da drin, das zu spielen, das zu machen. Und all das gehört zu der Person und all das ist das eigentlich, was wir in diesen Datenbanken und überall eigentlich da draußen entdecken wollen. Ich bin sehr dankbar für diese Auswahl, die eine tolle Jury ausgewählt hat. Jetzt aber die beste Jury überhaupt, das sind Sie, seid ihr. Jetzt wählt ihr euer Lieblingsshorty, seid Glückspilze, Glücksschmiede, Velodrota sozusagen und dafür gibt es diese kleinen Kärtchen. Kevin, sozusagen als Schauspielervertreter, du durftest ja diesmal nicht mitmachen, ich freue mich aber dann schon nächstes Mal, ne? Weil dann darfst du wieder mitmachen. Die Nummer 3. Willst du jetzt das Mikrofon haben oder kannst du das als Schauspieler mit Stütze? Ich kann das mit Stütze! Ragnar Guderian. Ja, Schadenfreude macht das immer noch Spaß. Oliver Zenglein, zweiter Platz. Ich habe keine Stütze. Ich habe nur eine Hose. So, mach mal auf. Kann es nicht so zusammen. So, der zweite Platz geht an Ela Paul. Ja, sehr.
der Statesman, der Philosoph, Schauspieler. Ja, der Statesman, ja. Der erste, das Lieblings-Shorty. Das steht nicht drauf. Also. Wow. Ja, ja, klar. Henrike Frers! Frers! Die Gewinner von 2019. Ella, wie ist die Idee entstanden? Naja, es ist eigentlich aus meinem Leben. Es ist, ich gehe jeden Morgen mit meinem Kind und meinem Hund in den Wald. Und in dem Wald ist mir dann auch die Idee gekommen, das einfach das zu erzählen, wie es halt wirklich ist. Es ist ja eine gewisse Ironie auch drin. Hast du selbst die Erfahrung gemacht, dass man Mutter, Schwangerschaft nicht so ganz, sage ich mal, im Alltag verstecken sollte eher als präsentieren? Ach, ich glaube, ja, wahrscheinlich ist es manchmal schon nicht vorteilhaft, aber ich persönlich möchte das halt trotzdem nicht verstecken. Es gehört halt dazu und ich finde es auch albern, so zu tun, als, also es wird ja immer so dargestellt als Frau heutzutage, dass man das irgendwie so mit links wuppt und so einfach ist es halt nun mal nicht. Aber dennoch kann man den Beruf ausüben und ja, man ist halt immer ein Jonglageakt. Du bist jetzt bestimmt nicht von einer Handtuchfirma gesponsert worden, aber wann ist die Idee zu deinem Shorty entstanden? Unter der Dusche oder wo war das? Naja, ich habe schon so einen Monat lang ist das mit mir schwanger gegangen sozusagen. Und letztendlich, da es um eine persönliche, also um die Persönlichkeit geht, habe ich gedacht, was kann ich am besten? Dreckig lachen und, und spielen. Und ja, und das sowas wie, dass das Handtuch wird, sowas entsteht bei mir am Morgen. Wenn die Frisur nicht klappt, denke ich, ach, Handtuch sieht auch gut aus. Magst du nochmal so richtig für uns lachen? Das kann man dann demnächst als Handyabruf kaufen bei Crew United. Ist dir das schon mal im Realleben passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber heute ist mir fast so. Und heute ist ein ganz schlimmer Tag für mich. Ich bin sehr spontan hergekommen, weil der Herr Philippen sagte mir am Telefon, wenn ich nicht komme, schmeißt du mich aus der ZV. Und deshalb bin ich dann doch noch gekommen. Ich hatte gar nicht geplant, herzufahren. Und ja, haben wir uns verfahren und dann wurde mein Flug verschoben. Mein Rückflug ist jetzt annulliert worden, gerade irgendwie. Und jetzt muss ich früher zurück, also ist alles ganz furchtbar. Aber ich bin trotzdem total glücklich, so wie in meiner Szene auch. Sagt mir nur noch mal so in eurer Runde, warum ihr euren Beruf so gerne magt. Boah, also, ja, weil es einfach die größte Erfüllung ist, glaube ich, zu spielen. Und ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Also ich liebe Menschen und ich beobachte sehr gerne Menschen. Und ich glaube, mir ist es eine Liebe zu Menschen und zu Literatur. Und
ich berühre gern Menschen. Also das ist ähnlich halt auch, dass ich sehr beobachte. Ich bin aber auch ein sehr emotionaler Mensch und ich teile das gerne mit anderen. Geschichten erzählen, glaube ich. Ja.